In Nowograd-Wolinski haben wir diesen Giganten angetroffen, eine P-36, gebaut für die sowjetische Eisenbahn. Von 1950 bis 1956 sind 252 Maschinen in der Lokfabrik Kolomna gebaut worden. Im Bahnhof Nowograd-Wolinski stehen gleich zwei dieser Kolosse vor einem langen Sonderzug. Eine Besonderheit sind die Boxpock-Radsitze. In den 70er Jahren ist die Reihe P-36 in den Ruhestand gegangen. Unterwegs waren sie unter anderem auf der transsibirischen Eisenbahn. Die P-36 gilt als Höhepunkt des sowjetischen Dampflokbaus. Fast 30 Meter Länge misst die Breitspurmaschine. Der Treibraddurchmesser beträgt 1,85 Meter, die Achsfolge 2D2. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 125 km/h angegeben. Gewicht mit Tender 250 Tonnen. Die grünen Riesen waren einst der Stolz der sowjetischen Eisenbahn. Heute erfreut man sich an den erhaltenen Museumsloks. In Korosten ist der Zug bereit für die Rückfahrt. Lokführer Michael Luschenkow ist heute am Regler. Поехали, поехали, поехали.
Über 6000 PS Leistung bringen beide Maschinen zusammen auf die Gleise. Der Heizer wird durch die Stoker-Feuerung deutlich entlastet. In Deutschland hat sich diese Feuerungsart nie durchgesetzt. Das Erscheinungsbild der Reihe P36 ist vielfach bewundert worden. Die durchgehende Domverkleidung hat bei der Reco 015 offensichtlich Pate gestanden. Seinerzeit war die Reihe P36 technisch auf dem letzten Stand, mit Speisewasservorwärmern, Rollenlager und einer Zentralschmierung. Mit der Stoker-Feuerung wird eine Spitzenleistung von 3077 PS erreicht.